nächster Tag, nächster Plan. Und unser Plan für heute ist, dass wir zur Kastelburg gehen. Wir sind jetzt in Waldkirch in der Nähe vom Bahnhof. Da geht der Ritterweg hoch zur Burg. Und Ritter weisen uns quasi den Weg, der circa einen Kilometer beträgt. Ja, ich denke mal, wir gehen los und gucken mal. Wetter ist halt nicht so toll im Moment. Es soll auch regnen in ein paar Stunden. Bewölkt ist es schon den ganzen Tag. Temperaturmäßig 17 Grad. Mir ist jetzt gerade warm, weil wir schon ein Stück berghoch gelaufen sind. Bin mal gespannt auf die Burg. Wir kommen so lange her und waren bis jetzt noch nie dort. Also Premiere und schauen wir mal. Los geht's! Wie immer gilt, wenn ihr euch das durchlesen wollt, Video auf Pause stellen. Ich filme es nur kurz an. Der zweite Ritter, der hat schon das mal gut versteckt. Ritter Martin Maltere oder Malter. Die Mittelalter-Fans wissen sicherlich, wie man es ausspricht. Macht aber ein bisschen Spaß, wenn du hier hochgehst und wartest auf den nächsten Ritter. Ja, ne? Interessant. Der nächste Ritter. Da steht er. Das ist Ritter Hermann von Sulz. Meine Ausbildung zum Ritter mit 7 Jahren. Ne, zum Ritter, Doppelpunkt. Ich bin nur der Page. Mit 7 Jahren wurde ich Page. Mit 14 Jahren knapp und mit 21 Jahren wurde ich zum Ritter geschlagen. Da war das schon mal gut gehalten. Da steht auch nicht welches Jahr, ne? Ein neuer Punkt, ein neuer Ritter. Mittelte. Johann von Schwarzenberg. Meine Familie aus dem Geschlecht derer von Eschenbach-Schnabelburg-Schwarzenberg hatte im frühen 13. Jahrhundert die Kastelburg als Zeichen ihrer Macht und Herrschaft gebaut. Gleichzeitig war sie Teil des Planes, eine neue Stadt zu gründen, die von der Burg geschützt werden sollte. Der geht aber schwer, aber guck mal, der hat auch ein riesen Schwert. Ja. Ist anstrengend. Auch die Rüstung ist ja unfassbar schwer vom Gewicht her. Ja. Hier ist eine kleine, feine Aussichtskanzel, aber das ist schon zugewachsen hier. Ist natürlich auch schon mit Graffiti beschmiert. Ich glaube, hier siehst du nicht mehr viel. So ein bisschen. Kommst du rein? Okay. Ja, supi. So ein bisschen auf Waldkirch. Hier kannst du, wenn es richtig warm ist, schön Raft machen. Bisschen trinken, wenn du dabei hast. So, ein bisschen Richtung Kandel kann man gucken. Ja. Den sehen wir aber gleich noch viel besser. Also ein bisschen auf Waldkirch mit Kirch. Das ist die Los- und Rauhütte vor 1910 Schlossberg-Pavillon. Kannst mal nach oben filmen und dann steht das alles. Hallo Amy, macht's Spaß? Mhm. Ja, ist interessanter jetzt zu schnüffeln, gell? Ja, es interessiert sich nicht so für die Geschichte. Nur das? Für die unmittelbare von anderen Hunden. Unser Hund interessiert sich nicht für Geschichte. Hier ist wieder Hermann von Sulz, Ritter Hermann von Sulz. 1396 kam ich auf die Kastelburg. Wo ich auftauchte, standen die Zeichen auf Sturm. Waldkirchsbürger presste ich bis zum letzten Blutstropfen. Schurke. Ja, ich wollte gerade sagen, der ist aber kein besonders sympathischer Ritter gewesen, ha? Hermann. Hier kommt wieder Ritter Martin Malterer. Als Ritter muss ich sagen, mein Wort halten, die Bürger Waldkirchs schützen, Wehrlose beistehen, Bösewichte bekämpfen.
Recht sprechen, großzügig gegenüber Armen sein, den Glauben und die Gebote achten. Also so wie ich verstehe, sind Martin Malterer und Hermann von Sulz Feinde, oder? Scheint so. Der eine beutet Waldkirch aus, der andere beschützt Waldkirch. Also wir sollten Team Martin Malterer sein. Ja, wir machen ja auch hier Urlaub. Richtig. Und das schon seit 15 Jahren, Junge, da musst du uns eigentlich richtig beschützen. Steht ja auch hier mit Schwert und ja. Schild. Ist vermutlich wieder Hermann von Sulz. Ja. Ich kämpfe listig und lauere reichen Kaufleuten auf. Werfe sie ins Verlies, bis Lösegeld bezahlt wird. Ich und meine Kriegsknechte streunen im ganzen Elztal umher und nehmen weg, was uns in die Hände fällt. Ritter Martin Malterer. Meine Rüstung kostet mit Streitross und Waffen 45 Kühe. Alleine Helm, Schwert, Schild und Lanze sind 15 Kühe wert. Schuppenpanzer und Beinschienen 18 Kühe und das Streitross 12 Kühe. Der Waldkirschbeschützer. Hermann von Sulz. Mein Kettenhemd besteht aus 40.000 kleinen geschmiedeten Eisenringen. Es wiegt 14 Kilo, so viel wie 2 Eimer gefüllt mit Wasser. Das sind auch beides Angeber, ne? Die tun sich beide, der Gute und auch der Schlechte, gegenseitig übertrumpfen, wer die bessere Ausrüstung hat. Das ist vielleicht so ein Ritterding. Ein Ritterduell. Duellieren waren sie immer gut. Burg in Sicht. Kastelburg in Sicht. Den werden wir gleich auch besteigen. Bin schon gespannt auf die Aussicht. Die Brücke erinnert mich so ein bisschen bei uns zu Hause in der Eifel in Gerolstein an die Burg Gerhardstein, auch Löwenburg genannt. Die hat auch so eine Brücke zur Ruine, ist aber nicht mehr so gut erhalten. Hüppi, wo sind wir hier? Emi, sind wir auf der Burg? Oh, auf der Burg. Nee.
Wir machen jetzt mal einen Schwenk von der Burg. Hier seht ihr den Hörnleberg. Den kann man auch begehen, hat eine super Aussicht. Von Bleibach lässt er sich am besten begehen. Dann schwenken wir über Kollnau Richtung Waldkirch und sehen dann hier oben den Hausberg von Waldkirch, den 1243 Meter hohen Kandel. Und schwenken dann weiter zum Hugenwald. Und dann raus in die Rheinebene Richtung Denzlingen. Und jetzt schwenken wir zu meiner Frau und zu meiner Tochter, sozusagen. Amy und Mama. Gell, Amy? Wo ist der Papa? Der Mann. So, und jetzt gucken wir uns das Ganze vom Turm aus an. Da geht es dann wahrscheinlich hinauf. Gut, bei Gewitter, glaube ich, versteht sich von selbst. Hui. Auch hier gilt wieder, wenn ihr lesen möchtet, Film anhalten. Oh, da haben wir was vor. Hui, ganz schön anstrengend. Licht am Ende des Turms. Leute, total untrainiert. Wow. Ja. Was denn?
Ja, die Stadt Waldkirch mit Blick zum Kandel. 1243 Meter, der Hausberg. Schade, dass das Wetter nicht ganz so klar ist heute. Ja, und da Blick zum Hörnleberg nochmal bei Bleibach. Der Hörnleberg ist nicht ganz 1000, der ist so 960 oder 70 rum, knapp verfehlt. Wie gesagt, der Kandel 1243 und der Schwarzwald hat insgesamt 116 Gipfel jenseits der 1000 Meter. Die drei höchsten, Feldberg, Bällchen und Herzogenhorn, alle über 1400. Haben wir auch schöne Videos zu, vom Bällchengipfel, vom Feldberg. In unserer Playlist, die schönsten Urlaubsregionen, findet ihr alles rund, auch rund um den Schwarzwald. Ganz, ganz viele Videos aus den letzten Jahren. Und hier haben wir nochmal den Blick über den Hugenwald raus in die Rheinebene, Richtung Denzlingen, Richtung Freiburg, Richtung Buchholz. Hier steigt der Hugenwald auf Richtung Kandel hoch. Auf der anderen Seite ist Klottertal. Und nochmal links, kann man jetzt hier schlecht erkennen, ist dann das Simonswälder Tal. Also den Kandel, den kann man eigentlich von drei Tälern aus sehen und begehen. Für mich ist aber der schönste Aufstieg tatsächlich von Waldkirch aus. Hier der Blick auf das Krankenhaus von Waldkirch. Nochmal Richtung Kollnau und zum Hörnleberg. Der schwenkt nochmal zur Dorfkirche von Kollnau.
Ja, und Tausender hier in der Nähe von Waldkirch ist, also in der Nähe von Freiburg, ist der Schauinsland. Da ist die größte Umlaufseilbahn Europas. Die Fahrt dauert 20 Minuten von unten bis auf den Schauinsland. Das ist eine Gondelbahn, passen so 6 Personen rein. Der Schauinsland ist über 1200 Meter, ich weiß nicht genau. Wie gesagt, der Kandel hier in Waldkirch 1243 Meter und ungefähr 30 Kilometer von hier weg, über Münstertal hoch, geht es dann zum Bällchen. Der ist 1414 Meter hoch. Auch den kann man zum Teil mit der Seilbahn, mit einer Gondelbahn befahren von der Talstation aus und kann dann den Gipfelrundweg oben gehen. Da ist auch eine kleine Gastronomie oben, das Bällchenhaus, da kann man was essen, was trinken. Das sind so die Tausender hier in der Nähe, die interessant sind. Thank you.